In dem heutigen Video geht es um Tesla-Spulen. In vorangegangenen Videos hatte ich schon Versuche mit dieser Tesla-Spule durchgeführt, unter anderem wie man damit Musik erzeugen kann. Und heute geht es um diese Tesla-Spule, mit der man bis zu 1 Million Volt an Spannung erzeugen kann. Und was man mit 1 Million Volt anstellen kann und was man damit zerstören kann, das zeige ich euch jetzt. Achtung, diese Versuche dienen nur zur Demonstration. Hier wird eine Hochspannung erzeugt, die lebensgefährlich ist. Bitte nicht nachmachen. Tesla-Spulen bestehen aus einer Primärspule, das sind die dicken schwarzen Kabel, und einer Sekundärspule, die hier als dünne Kupferwicklung um das Rohr vorhanden sind. Beide Stromkreisläufe sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern haben einige Millimeter Abstand. Fließt durch die Primärspule hochfrequente Wechselspannung, wird in der Sekundärspule eine extrem hohe Spannung erzeugt, die nach oben zur Kugel fließt und dort als Blitze zu sehen ist. Gesteuert wird das Ganze von dieser Platine, die an das Hausnetz angeschlossen wird, also einen 230 Volt Anschluss hat. An diesen Anschluss kann man einen Lüfter anschließen, um die Temperatur der Steuereinheit niedrig zu halten, falls man die Spule beispielsweise länger betreiben möchte. Und für die Steuereinheit wird noch eine Spannung von 12 Volt benötigt. Und jetzt kommt der erste Test im abgedunkelten Raum. In Zeitlupe mit 1000 Bildern pro Sekunde sieht man, dass die Blitze pulsartig aus der Tesla-Spule strömen. Und das erzeugt auch dieses brummende Geräusch, das man von Transformatoren kennt. Denn die Ursache liegt auch hier in der Wechselspannung vom Hausnetz. Und die ist ja bekanntlich 50 Hertz. Und genau in dieser Taktung entstehen auch die Blitze. Bei 3000 Bildern pro Sekunde sieht man, dass die Blitze nach oben strömen und kleine Nebenblitze entstehen. Legt man eine CD auf die Tesla-Spule, baut sich die Schicht nach und nach ab und die CD wird komplett zerstört. Etwas besser befestigt sieht man das ganz deutlich, dass die CD-Schicht nach und nach entfernt wird. Die Schicht wird richtig weggebrannt. Achtet mal auf das Holzbrett. Das hat mich auf die Idee gebracht, im nächsten Test nur ein Holzbrett zu verwenden. Denn das will ich mir genauer anschauen. Ja, dann nochmal. Der Strom sucht sich den optimalen Weg rüber zum Gestell. Erst weg von der Tesla-Spule nach oben und danach abknickend nach rechts. Um von dort dann wieder in den Boden fließen zu können. Und den gleichen Versuch führe ich jetzt nochmal im Dunkeln durch. Der Strompfad, der den besten Weg zum Gestell findet, wird immer ausgeprägter, bis die anderen fast völlig verschwinden. Und wenn das Gestell erreicht wird, ist nicht Schluss. Auch hier brennt sich der Strom einen Weg durchs Holz. Und das würde so lange weitergehen, bis der Boden erreicht ist. Und danach sehen die Holzbretter tatsächlich so aus, als wäre dort ein Blitz eingeschlagen. Welchen Gegenstand soll ich als nächstes 1 Million Volt aussetzen? Habt ihr da eine Idee? Schreibt es mir in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst.